Wir sprechen heute über die Zeit vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik Deutschland. Ich hatte in der ersten Lektion erwähnt, dass das Kaiserreich im Prinzip der erste deutsche Staat war. Und dieses Kaiserreich krankte an einigen Geburtsfehlern. Also zwei Kriege waren notwendig. Einer zwischen Preußen und Österreich und einer mit Frankreich. Und dann kam es zu einer Kaiserkrönung in Versailles, also in der Nähe von Paris. Wilhelms I., wir sprechen hier von einer konstitutionellen Monarchie. Das heißt, dieser Staat hatte im Prinzip mit dem, was wir heute in der Bundesrepublik Deutschland haben, noch nicht sonderlich viel zu tun. Der erste Staat nach dem Ersten Weltkrieg, der schon ein Vorbild für die Bundesrepublik Deutschland war, war die Weimarer Republik, die am 9. November 1918 von Philipp Scheidemann ausgerufen wurde. Und diese Weimarer Republik ähnelt einem, man könnte sagen, parlamentarischen System mit liberaler Verfassung. Aber auch hier gab es einige Geburtsfehler, die später in der Bundesrepublik dann nicht mehr auftauchten. Der Föderalismus war vergleichbar mit dem, was wir jetzt heute in der Bundesrepublik haben. Der Reichspräsident hatte eine sehr starke Stellung. Er wurde alle 7 Jahre neu gewählt, das heißt eine sehr lange Zeit. Und das führte dann später dazu, dass der Reichspräsident Paul von Hindenburg, ein greiser Herr, Adolf Hitler zum Reichskanzler machte im Januar 1933. Es gab ein Verhältniswahlrecht, es gab einen Reichsrat, also auch das mit dem heutigen Bundesrat vergleichbar. Aber was es nicht gab, waren bestimmte Abwehrmechanismen. Beispielsweise gab es keine 5%-Klausel für kleinste radikale Parteien, die in den Reichstag einziehen konnten, die wir heute in der Bundesrepublik haben. Es gab bestimmte Abwehrkräfte nicht, die Feinden der Demokratie entgegengestellt wurden. Auch die haben wir heute im Grundgesetz verankert. Und das waren eben Entwicklungen, die dazu führten, dass dann Hitler Reichskanzler wurde, dass wir eine Diktatur bekamen in Deutschland mit dem sogenannten Dritten Reich, also dem tausendjährigen Reich, das aber nur von 1933 bis 1945 bestand und in der Kapitulation Deutschlands am Ende des Zweiten Weltkriegs mündete. Und erst dann, in der Zeit von 1945 bis 1949, wurden durch die Alliierten, die Deutschland besetzt hielten, die Weichen gestellt für das, was wir heute haben, eine parlamentarische Demokratie mit einem sehr stabilen Grundgesetz.